Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Runde. Ich muss sagen, ich habe eigentlich eine größere Pause gemacht, als ich eigentlich bedacht habe. Denn es ist nun mal so, ich habe kurz ein paar Videos gesehen auf YouTube. Ich muss sagen, die haben mich teilweise so berührt. Ich kann gar nicht anders. Ihr wisst ja, jetzt, also gesehen, in ging gerade der Videopreis, ging gerade eine Runde los und alles wie und tralala. Und muss mal sagen, ich habe mal den Schweizer Webvideopreis, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, einen Schweizer Webvideopreis, dass überhaupt sowas existiert, ne? Und, da habe ich mal eine Runde mal reingeschaut und mal gesehen, oh, da gibt es ja auch logischerweise einen Deutschen, ne? Das weiß ich, einen Deutschen, das in Ägypten, das weiß ich, ne? Aber dass es jetzt einen Schweizer gibt, wusste ich nicht und ich habe mal umgeschaut auf einen Deutschen und... Ich habe einfach reingeschaut und irgendwie war da ein Ocean von der Marmeladenoma. Vielleicht kennen die wenigsten ihn. Ich weiß nicht, ob man ihn sogar noch sieht, dass ich ein bisschen Tränen in den Augen habe. Aber es hat mich verdammt nochmal so berührt. Ich habe wirklich geweint. Ich habe wirklich geweint. Von, sag mal so, eigentlich wunderschönes. Und es gab da wirklich so gesehen ein Beitrag kann man es nicht sagen. Aber... Das Thema halt war darin, wie halt das Ganze entstanden ist und wie man das auch aufgenommen hat. Und man muss sagen, ich habe das so auf so wunderschön gefunden. Guck mal, hier ist mal ein Magnetdingens. Dass man die Marmeladenoma jetzt halt, die hat ein Video. Oder sag mal so, nicht ein Video, sondern eine Dame, oder durch das Video halt, durch ihre Videos halt, vielleicht eine Rubine, 50, cool, hat sie halt, sag mal so, eine Dame, die anscheinend Selbstmord begehen wollte, davor erspart, Selbstmord zu begehen. Und mich hat das wirklich so berührt, muss ich wirklich sagen. Sorry, ich bin da wirklich gerade so am Rande. Wirklich so geweint, dass ich, ja wirklich, ich war so fertig, muss ich mal sagen. Wir gehen total falsch, aber ich sag gut. Ich war so fertig an diesen Zeiten, diesen Stunden, diesen Minuten so gesehen. Ich war wirklich, ich war Tränen aufgelöst und... Ich weiß nicht, ob man das wirklich nennen kann oder das wirklich auch tut, aber es gibt doch noch Hoffnung auf im Internet so gesehen. Es gibt wirklich noch Hoffnung. Ich habe lange darauf irgendwie, sagen wir so, gehofft, dass es überhaupt Hoffnungen gibt. Aber anscheinend gibt es ja doch noch irgendwo eine Hoffnung, die man also nennen kann und auch tut. Ja. Und ich weiß, ich bin auch langsam darauf überlegen, ob ich eventuell meine Minecraft-Videos, das Ganze vollkommen eine andere Sache. Ich habe ja eine Allergie, Heuschnupfen, und gleichzeitig muss ich nur noch weinen wegen dem Video, da bin ich ein bisschen aufgelöst. Und ja, es ist. Mal kurz, wir gehen mal, weil der Weg hier zu Ende geht. Danach gehen wir noch hier lang. Und ich muss irgendwie sagen. Es ist wunderschön, sowas überhaupt noch zu erleben im Internet, da nur rumgehatet und rumgehasst ist und alles nur die ganze Zeit einfach nur schämen, muss man sich für das Internet muss man sich ja schämen und ich fand das nur schön, wirklich wunderschön, den Beitrag, die sie natürlich da gemacht hat und auch wie sie mit, sie war ja mit ihrem Enkel, glaube ich, da, genau, weil der die ganze Technik durchmacht. Klar, es gibt Personen, die in diesem Alter auch noch Technik beherrschen. Aber ich glaube, somit alles rum mit Streamen und alles, ich glaube, dass er, wäre so Enkel natürlich verantwortlich, hat sie auch gesagt. Und ja, ich fand das natürlich sehr schön und ich denke mir wieder, oh, wie schön wäre es auch. Ja. Naja, ich habe sowas auch angefangen, im Internet natürlich als... gesehen als Let's Read und ich glaube, ich könnte heute auch sowas machen. Ich wäre eigentlich bereit, ich wollte schon längstens irgendwie sowas machen,
muss ich dazu sagen. Ich weiß auch, ob ich es auf YouTube mache, weil ein Let's Read ist ja auf Twitch ist eher Gaming-Plattform begreifen und obwohl, da geht's ja auch, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ob wir da Samstag einfach nur ein Let's Read machen und mehr nicht. 2-3 Stunden. Ob wir da wirklich sowas machen. Naja. Ich hab's mal geplant. Also ich hab's geplant. Ob wir es durchführen werden, ist was anderes. Oh, hallo. Geht's wieder weiter, ne? Boah. Ich muss sagen, auch wenn ich so sage, ich habe auch einen Schweizer Videopreis gesehen. Da ich auch ein Schweizer bin, logischerweise. Und ich muss sagen, teilweise die Qualität, die da nominiert wird und auch teilweise gewinnt von der Videoqualität her und vom Inhalt her, ist teilweise, ich könnte heulen, so schlecht ist die. Tut mir leid für alle, die jetzt sagen oder so, aber es ist, sagen wir so, teilweise die Leute, die da gewonnen haben, haben eine Videoqualität von Audio und Videoqualität von Kartoffel, muss ich sagen. Ach, hallo. Das unlösbare Rätsel ist hier. Von einer Kartoffel und schlimmer noch. Ich weiß nicht, wie das irgendwie hinkriegen, irgendwie so berühmt zu werden mit so, sag mal, so ein Kartoffelphone. Ich glaube, das ist irgendwie eine Videokamera von 2005 oder schlimmer. Aber wie sie überhaupt gewinnen können oder irgendwie da reinkommen überhaupt. Das ist halt eine Frage für sich selbst und ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob das jetzt, ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert ja anscheinend und ich will keinen auf den Schlips treten oder so, aber das muss, das tut doch nicht gut, sowas. Hallo? Hallo. Sieht so aus, als hättest du mich gerettet. Hier, ich bin für die. Jetzt nimm schon. Monster-Essenz. Diese dubiose Genussmittel ist aus Kiltons Monsterforschung hervorgegangen. Mischt man es unter anderem, dann soll es ungewöhnliche Monstergerichte ergeben. Ja, haben wir jetzt gerade gelesen. Hey, ich will doch, ich will doch, ich will doch, ich will doch. Oh. Herumtreiben. Nee, soll ich herumtreiben? Okay. Haben wir eine neue Quest bekommen? Naja, auf jeden Fall nicht. Da wäre so ein Ding aufgeploppt hier. Aber, ja. Und ich schäme mich eigentlich immer noch, immer so, dass die Schweiz überhaupt solche Qualität nominieren tut. Klingt komisch, ne? Ist aber so. Und warum es überhaupt solche gibt, die, sag mal so, ich weiß nicht, ob die viel Reichweite haben, ob die irgendwas haben, ob die irgendwas sind, keine Ahnung. Aber das ist so gesehen fast komisch. Das, sag mal so, also die Welt ist ja nicht fair, ne? Aber das will ich auch nicht anprangern, aber dass solche Personen überhaupt irgendwas, sag mal so, erreichen mit, ist cool. Ich finde es total cool, dass man mit solchen Mitteln oder so wenig Zeugs halt sowas erreichen kann, aber dass es sowas überhaupt geht. Ne? Heutzutage noch jemand, sag mal so, 4K und alles pipapo hat und wunderschön, dass man noch eine Kartoffelkamera bieten kann und tut auch. Und das finde ich doch, ja, ich finde es eigentlich nicht gut, aber es gibt's ja. Naja, ich wollte es nur sagen und in dem Zuge auch, ich muss so Dankeschön für die Personen, die mir auch zuschauen und das auch gesehen, ja, ist auch begrüßen. Oh. Nein. Okay, nehmen wir da oben, ne? Auf dem Berg ist was. Bin mir nicht sicher, aber da ist was. Boah.
auf dem Berg ist was. So, wir sind natürlich wieder zur Straße, ansonsten haben wir ja ein klitzekleines Problemchen. Das wäre ein klitzekleines, wenn man ein klitzekleines. Hä? Was ist denn da jetzt los? Du kommst nicht über das Ding? Ah ja. Guck mal! Ein Stallometer! Stall der Tabanta-Brücke. Und wir haben ein wunderschönes Hallo! Quest! Große Fee, kommt zu mir! Oh, Entschuldigung, ich war in Gedanken versunken. Was ist denn der für eine Fratze? Uiuiui. Na gut, du hast bestimmt schon einmal vor der großen Fee gehört, oder? Es gibt viele Märchen, die von ihr berichten. Die große Fee ist wirklich, da bin ich mal ganz sicher. Deshalb, wenn nach Nachmittag von der Spitze des Turms aus, der hinter der Trabanterbrücke aufgetaucht ist, zu Boden siehst, dann weist der Schatten des Turms direkt zur Quelle der großen Feen. Das habe ich zumindest so gehört und so bin ich auf diesem Stahl gereist. Aber auf den Turm und Hügel klettern, das schaffe ich nie im Leben. Dabei habe ich so viele Rubine für die große Fee angespart. Aber du siehst aus, als würdest du also für die einen Klacks auf den Turm zu klettern. Könntest du große Fee nicht machen? Ja, klar, gerne mache ich, natürlich klar. 500! Gib mir einfach seinen Money? Okay, ich soll einfach mal das Zeug dahin gehen. Oh, hier sind auf jeden Fall Windräder, da wird Energie gezeugt. Tabanta-Brücke, die sieht auch offenbar wirklich gut aus. Oh, scheiße, muss immer noch. So, ich bin immer noch ein bisschen aufgelöst und ich muss wirklich weinen und ja. Naja. Sorry auf jeden Fall. Ich bin ziemlich nah am Wasser gebaut. Und das hat auch teilweise wirklich. Oh ne. Ich probiere mal so ein Ding zu kriegen. Okay, es ist schwieriger, als es aussieht. Oder vielleicht auch nicht genug nahe. Wir machen das Ding so weit entfernt, ne? Und vielleicht was, das wir eventuell. Vielleicht doch ein bisschen anders ist als Nopal. Okay, nicht so. Aber das sieht aus, als wäre es Gold oder sowas naht. Okay. Bernstein und Topal. Und Nopal. Nochmal Sopal. Ja, das geht auf jeden Fall klar. Und weiter geht's. Kriegen wir nie und nimmer hin. Wir dürfen wahrscheinlich einfach nicht in den Radar der Dinger hier kommen, ansonsten ist es eigentlich scheißegal. Hoffe ich zumindest. Und dass es so ist und dass es so bleibt. Ja, dass es so bleibt. Da oben. Boah, das ist ja ein Riesending nochmal. Was ist denn das überhaupt? Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke dir. Wir haben die Gewissheit, es lädt wieder auf. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm, wenn das auflädt. Ich glaube, ich ein bisschen, warte mal kurz, wir haben ja mal. Ne, wir brauchen ein anderes Schwert hier. Na gut. Ich dachte, da wäre irgendwas noch mehr, aber na gut. Die wundersamen Dinger hier. Hallo. Wir gehen einfach mal runter. Einfach mal als nix.
Es ist nix wert, wir gehen vorbei. Ha. Na hallo, wundersame Knechtschaften. Wir rein einfach, als wie nix wäre, vorbei, vorbei. Und nochmals vorbei. Hallo! Oh oh. Weg, 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 weg. Plötze, weg, du Arsch! Okay, jetzt können wir wahrscheinlich Mifas Gebiete gut gebrauchen. Nein! Okay, genau. Ich beschütze dich. Nein. Nein, 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 das geht zu weit. Na, was ist denn da nur los? Sollen wir es da hoch? Ich glaube, da können wir jetzt mal eine Runde hoch. Okay, das war doof. Was? Wir können's ja. Okay, das wär, okay, die kommen nicht auf jeden Fall nicht mal da ran. Ist immer wunderschön. Fuck, okay, das reicht nicht für diesen. Was? Da haben wir es. Eins nach dem anderen wahrscheinlich, ne? Hey, was ist denn los? Haben wir die also auch niedergemäht? Das war doch, oh, was ist denn? Oh, 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 Königszweihänder! 52! Oh, shit. 52, das ist. Wir haben ja Plumpatz aufgesammelt hier. Okay, das haben wir uns aufgesammelt. Was ist ja ein Ding hier. Auge weg, wir können durch. Wieso denn das hier noch? Das ist ein anderer Ursprung? Ja, auf jeden Fall kommen die Dinge ja wieder, wenn wir. Ah, scheiße. Wir müssen was futtern. Ne, das ist auf jeden Fall zu viel. Zu viel, viel zu viel. Vier, okay, das geht noch so halbwegs rein in die Luke, aber alles andere ist ja viel zu. So. Oh, guck mal.
mich gesprengt, aber alles andere ja nicht. Wow, bin ich gut. Wow, ich bin the better place of life oder so. Nee, bringt nichts. Ich will das nehmen. Was? Ich hab nicht mal... So, mei, der Witzker, Freunde. Okay, es war nicht so viel wie gehofft. Aber okay, geht klar. Meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wenn es heißt, mit Pferd und Lanze geht's weiter Richtung oben. Wir sehen uns. Bis dann.